Thomas Erik, Zugführer 11. Wo sind wir hier und was ist hier genau passiert? Wir sind an der Reeperbahn Nummer 1. Da ist aus bislang ungeklärter Ursache im 24. Obergeschoss in der Bar, Open Air, eine Glasscheibe zerborsten, Sicherheitsglas. Und diese Glaskrümel sind aus dem 24. Obergeschoss auf den Gehweg und die Fahrbahn gefallen. Dabei sind 3 Personen verletzt worden. Kann man was über die Verletzungen der Personen sagen? Sind die schwer verletzt? Die Personen haben sich leicht verletzt, wurden durch den Rettungsdienst vor Ort erst versorgt. 2 Patienten sind ins Krankenhaus befördert worden zur Untersuchung und ein Patient brauchte nicht ins Krankenhaus befördert werden. Kann man hier von großem Glück reden, dass nicht mehr passiert ist? Das kann man durchaus sagen. Aus 24 Meter Höhe Fassaden bzw. Glasteile, die einem dann möglicherweise auf den Kopf, auf Körperteile fallen können, das ist immer gefährlich. Wie kann das dazu kommen, dass so eine Glasscheibe runterkommt? Gibt es da schon Erkenntnisse für? Und wie wird jetzt fortgegangen? Zu der Ursache können wir uns gar nicht äußern, da verschiedenste mechanische oder physikalische Ursachen dafür in Frage kommen. Es wird so sein, dass jetzt eine Fachfirma mit der Wartungsgondel für die Fassade die noch vorhandenen Glasteile in den einzelnen Etagen und an der Schadenstelle beseitigt und dann ist die Einsatzstelle wieder freigegeben.